Meine Damen und Herren, Sensationelles gibt es zu vermelden. Wir haben einen neuen Nationalspieler, Tobias Escher, in die Sendung bekommen. Freut euch. Ja, nach dem enttäuschenden Spiel von Ilkay Gündoğan hat sich Julian Nagelsmann gedacht, er braucht neue Impulse auf der zentralen Mittelfeldposition. Ein Lenker, ein Denker, ein Taktiker muss her. Das ist das neue Trikot. Es ist doch eigentlich ganz schön. Ja. Ich find's auch schön. Ja. Das wäre aber mal so eine geile Taktik, muss man sagen. Wenn du mal in so einen totalen Nichtskönner wie mich einlädst in der Nationalmannschaft, ja, der dann auch versagt und den dann einfach als Sündenbock herhalten lässt für die ganze Nation. Oh ja. Dass halt einfach sich alle darauf einigen, ja, können, der Typ ist schuld. Mhm. Wir haben jetzt den da nominiert, der ist schuld, der hat da alles verstümpert. Ja. Finde ich gut, das haben wir auch in dieser Sendung gemacht, denn Nico und Eddie sind nicht da, deswegen ist Benny Grunter. Das heißt, wenn es heute nicht läuft, haben wir dich als Sündenbock. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du bist ähnlich wie Tobi Analytiker, du analysierst die Spiele von nicht nur der Nationalmannschaft, sondern eben auch in der Bundesliga. Du hast für Vereine gearbeitet als Analyst. Du hast auch den Kanal Rondo TV, wo du zu sehen bist. Man kennt dich ab und zu, bist du bei Broski mal zu sehen, wo du auch Analysen machst. Also du bist richtig tief im Thema drin. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute für die Sendung. Und wir haben uns ja auch einen schönen Spieltag ausgesucht, sage ich mal, denn in den letzten Jahren war es ja eher Tristesse in der Nationalmannschaft und jetzt haben wir auf einmal alle wieder richtig Bock. Ja? Schön, dass du da bist. Lass uns mal anfangen mit dem Spiel direkt. Wir kommen später noch zum Trikot, ja, da gibt es ja auch noch ein paar Dinge, über die wir sprechen, ja, möchten. Wir kommen auch noch zu dem Ausrüster-Deal von Nike und dem Abschied von Adidas, aber lass uns mal erstmal anfangen mit dem Spiel. Also, wir wussten gar nicht, wo wir stehen vor dem Spiel gegen Frankreich. Da war ja nun wirklich nicht besonders viel, was geklappt hat. Dann hat Julian Nagelsmann einen sehr, sag ich mal, besonderen Kader zusammengestellt. Viele Etablierte sind zu Hause geblieben, namentlich zum Beispiel ein Goretzka, aber auch die komplette Dortmunder Innenverteidigung ist zu Hause geblieben. Ein Gnabry, der vielleicht noch gar nicht richtig fit ist, aber der hat auch keine Rolle gespielt. Dafür viele Stuttgarter dabei und ein komplett neuer Ansatz. Und man wusste nicht, was passiert jetzt, wenn insbesondere die Stuttgarter, ein Mittelstädt, mal gegen Frankreich, die besten Außen der Welt, getestet wird. Und es hat ganz gut funktioniert. Wie hast du das Spiel gesehen? Gut funktioniert hat, gebe ich dir recht, über einen Großteil der Zeit. Ich glaube, es gab in der ersten Halbzeit ein paar Phasen, wo Deutschland Probleme hatte im qualitativ guten Ballbesitz. Also da haben dann Gegenpressing-Momente nicht mehr so gepasst. Aber all in all hat Nagelsmann, finde ich, schon es geschafft, relativ zügig gruppentaktische Elemente und auch individualtaktische Elemente, die zum Team und zu den Spielern passen, die auch viele vom Verein kennen, Maxi Mittelstädt aus Stuttgart beispielsweise, ja, da eben zu implementieren. Und es sah schon phasenweise nach gutem Fußball aus. Mir hat dann situativ mal die Tiefe gefehlt. Vor allen Dingen, wenn es dann so Genauigkeit, gern letztes Drittel, wenn es darum geht, finde ich, war es nicht immer ideal. Aber all in all, glaube ich, verdienter Sieg. Auch Druckphasen von Frankreich ganz gut überstanden. Und ich bin auch ehrlicherweise auf dem EM-Hype-Train mittlerweile und freue mich drauf. Ja, man will ja auch so ein bisschen auf diesen Hype-Train aufspringen, habe ich das Gefühl. Wir haben ja schon bei den letzten Länderspielen, bei der Nagelsmann-Verkündung und sowas, dann kamen ja diese Spiele gegen Österreich und Türkei, die sind da so richtig böse reingegrätscht, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass die Leute das noch wollen. Und ich glaube, sie haben jetzt auch mit diesem Spiel so ein bisschen abgeliefert. Also würde ich dir mit allem, was du gesagt hast, zustimmen. Gegen eine Top-Nation wirklich auf Augenhöhe bestanden, auch schwierige Phasen überstanden. Nach der Halbzeitpause nochmal eine Steigerung, fand ich. Da haben sie dann nochmal das besser umgesetzt. Gegen Frankreich, dass man auch jetzt gemerkt hat, die mussten in diesem Spiel nicht so viel beweisen wie die deutsche Mannschaft. Die konnten dann eher so, ja, spielen wir mal auf Außen, macht mal da irgendwas. Und dann nicht ganz so dieses diesen Vorwärtsdrang, wie die deutsche Mannschaft das hatte. Aber das war schon ein wichtiges Spiel auch für Nagelsmann, glaube ich, weil auch viele seiner Entscheidungen, die er getroffen hat, die viele Leute natürlich gut fanden, die wir ja auch gut fanden, aber die trotzdem natürlich mutig waren. Mhm. Und viele dieser Entscheidungen sind aufgegangen. Also Mittelstädt als Linksverteidiger hat ein gutes Spiel gemacht. Klar, gegen Dembele jetzt nicht jeden Zweikampf gewonnen, aber trotzdem. Wirtz und Musiala haben ein gutes Spiel gemacht vorne gemeinsam. Du hattest einen Kroos zurückgeholt, der auch sich noch beweisen musste. Innenverteidigung mit Tar Rüdiger war natürlich auch nicht unumstritten, dass da ein Schlotterbeck gefehlt hat, ein Hummels gefehlt hat, ein Süle gefehlt hat. Auch die haben funktioniert. Also in diesem einen Spiel sind zunächst mal sehr viele von den Entscheidungen, die durchaus mutig waren von Nagelsmann, aufgegangen. Und Robert Andrich nicht vergessen. Ich finde, das war sogar mit, also die Rolle hätte ich ihm so, ich weiß gar nicht, ob ich ihm die zugetraut hätte, weil er ja im Volksmund immer so ein bisschen als der Zerstörer auf der Sechs gilt, aber ich finde, er war auch sehr, sehr gut als dieser ballverteilende Sechser. Also wenn wir über Passwinkel sprechen
zu den Spielern und wie er sich immer verhalten hat, so Off-Ball-Movement, fand ich ihn sehr, sehr gut. Und ist halt auch echt mega wichtig für Konterabsicherungen bei Gegenpressing-Momenten. Also den würde ich auch noch mal hervorheben, weil ich fand, er hat echt ein saustarkes Spiel gemacht. Gehe ich mit, auf jeden Fall. Man sieht jetzt, wie sehr dieser Mannschaft so ein Spielertyp gefehlt hat. Ne? Wir haben über Jahre Kimmich, Goretzka, Gündogan, davor Kroos im Mittelfeld gehabt. Kimmich, der jetzt zuletzt auch dann durch Thomas Tuchel zur Diskussion stand, Stichwort Holding Six. Und dann hast du da auf einmal so einen Andrich. Und ich finde nicht nur, dass er halt so ein Abräumertyp ist, der völlig uneitel einfach die Drecksarbeit macht, sondern der bringt eben auch eine Physis mit und vor allem auch eine Körpergröße, um bei Standardsituationen auch nochmal eine Rolle zu spielen. Und er hat auch einen guten Weitschuss, finde ich. Also wenn er mal aus der zweiten Reihe eine freie Schussbahn hat, dann ist das auch nochmal eine Option, die man dadurch hat, für Torquart zu sagen. Also das finde ich auch, ich frage mich, warum er so spät zu seinem Debüt kam oder überhaupt, warum überhaupt so spät ein Spielertyp wie Andrich, obwohl das ja immer wieder gefordert wurde, eine Rolle spielt. Also wie tief muss man dann sinken als DFB, um zu sagen, ja okay, scheiße, jetzt machen wir es mal so. Weil die Option war doch ja schon länger vorhanden, der Typ ist 29 oder so. Gab es auch vorher mit zum Beispiel Vitali Janet oder Pascal Groß, aber Deutschland war halt in den letzten Jahren noch immer viel Politik, ne, wenn es um Nominierung geht und weniger Leistung. Und das ist ja eine der Dinge, die Nagelsmann sehr klar hervorgehoben hat, welche Rollenspieler innehaben und worum es geht. Und da wurde das Leistungsprinzip jetzt nur mal ausgerufen, wo es dann einfach ganz klar darum geht, wer performt im Verein und wer nicht. Und ich finde auch, was Julian Nagelsmann sehr, sehr clever macht, dass er Rollen so klar definiert, dass jeder Spieler weiß, woran er ist. Ne? Also, dass du ganz klar 13, 14 Stammspieler hast, die miteinander konkurrieren. Dann hast du Herausforderer und eben noch diese Spezialisten, wie zum Beispiel Jan-Niklas Beste, der jetzt ja leider ausfällt, aber den Standardspezialisten. Und ich finde, da passt halt eben Robert Andrich sehr, sehr gut eben in diese Rolle als klarer Sechser und eben auch als Stammspieler. Und dass du dann eben mit Pascal Groß noch jemanden hast, der da mit ihm konkurriert. Und du je nach Gegner auch einfach immer switchen kannst zwischen den einzelnen Profilen, finde ich schon clever. Und vor allem auch die gelben Karten. Ne? Also ja, die gibt nichts erwarten, die kommen auch on top. Dass Andrich das komplette Turnier, selbst wenn es ins Finale geht, durchspielen kann. Der wird vielleicht mal im dritten Gruppenspiel gesperrt sein oder sowas. Ja. Vor allen Dingen, Spieler entwickeln sich auch weiter. Also ein Andrich vor 3, 4 Jahren hätte ich jetzt auch nicht unbedingt in der Nationalmannschaft gesehen. Aber hat er bei Leverkusen jetzt auch noch mal die Saison einen Sprung gemacht, ist da lange Zeit auf der Bank gesessen, weil er eben nicht diese Ballsicherheit mitbringt und dieses Aufdrehen, was halt ein Palacios und auch ein Xhaka können, in Perfektion. Aber musste da jetzt auch reinwachsen, diese Rolle im zentralen Mittelfeld. Also eben nicht abkippen, nicht nach vorne weglaufen, sondern im Zentrum bleiben, da sich anbieten. Da hat er sich auch nochmal ganz doll weiterentwickelt. Auch wenn ich immer noch finde, dass er Palacios da nicht das Wasser reichen kann. Aber da reden wir über einen Weltmeister, über einen Bericht der herausragenden Spieler in diesem Jahr auf dieser Position. Aber trotzdem ist das ja schon, muss man auch den Spielern ja gönnen, zutrauen, dass sie sich weiterentwickeln. Und ihr habt es ja auch schon gesagt, das Zentrum war ja eigentlich blockiert. Wenn du halt Gündogan, Kimmich, Goretzka im Zentrum hast und jetzt noch einen Kroos noch dazu, dann ist es ja eigentlich blockiert. Aber das hat der Nagelsmann auch so aufgelöst, indem er gesagt hat, okay, Kimmich geht jetzt nach rechts, Gündogan geht nach vorne und dann haben wir eine Doppelsechs, da ist eine neue Position einfach frei neben Kroos. Und das finde ich als hochinteressant und dann können wir, glaube ich, auch so ein bisschen in die Taktikanalyse reinstarten, die ich vorbereitet habe. Das fand ich so mittlerweile das Interessanteste, diese Rolle von Toni Kroos. Weil ich war ja auch immer, das kann man auch hier auf dem Kanal sehen, in älteren Folgen war ich immer sehr kritisch mit großen Nationalmannschaft. Du hast so. Ja den Begriff Querpass-Toni geprägt. Das habe ich nicht. Das ist auch so ein lächerliches Meme, oder? Dass heute sich jeder dafür feiert, ja, er ist mehr als nur Querpass-Toni. Ja, das ist er seit 10 Jahren nicht mehr so. Das benutzt auch seit 5 Jahren mindestens keiner mehr. Aber ich habe ihn in der Nationalmannschaft kritisiert, weil er da immer halt das gemacht hat bei Real Madrid. Er ist immer nach links ausgewichen, immer nach hinten ausgewichen. Aber hat halt, das hat halt in der Mannschaft selten funktioniert. Also die gesamte Mannschaft war nicht darauf ausgelegt. Du hast immer gesagt, auch das war die Zeit, als Leroy Sané auch noch auf links in der Nationalmannschaft gespielt hat, dass dadurch, dass dann Kroos immer auf links ausweicht und Sané eigentlich auch auf links außen spielen soll, dass es dann zu eng wird. Dann wurde es sehr eng und dann hat es halt in dem Zentrum dann niemanden und die Innenverteidiger haben das auch nicht so aufgefangen. Und jetzt habe ich mal jetzt hier aufgezeichnet, wie sie es gemacht haben. In diesem Spiel, hier haben wir die grundsätzlichen Aufstellungen beider Mannschaften, ist so ein bisschen quer, ich habe jetzt auch nicht so auf Frankreich geachtet. Man sieht bei Deutschland dieses grundsätzliche 4-2-3-1, aber das war halt auf dem Papier höchstens zu erkennen. Toni Kroos, wie er halt ist, ist ein Spieler, der die Bälle immer fordert. Also das Erste, was wir haben, ist halt Wirtz und Musiala gehen in die Mitte. Altbekanntes Ding. Mittelstädt und Kimmich gehen nach außen. Haben sie auch nicht immer gemacht, da kommen wir gleich dann noch dazu.
Und Kroos ist jemand, der sich dann immer fallen lässt, der zusammen mit den Verteidigern einen Aufbau bildet. Mhm. Und das Interessante war jetzt, dass die Verteidiger sich immer so ein bisschen um Kroos rumformiert haben. Also, dass du immer eine 3 hinten hattest und immer mit Andrich dann einen Spieler davor. Also so ein richtig typischer 3-1-Aufbau. Wenn Kroos nach rechts gegangen ist, haben die Verteidiger sich verschoben und so weiter. Und wenn Kroos nach links gegangen ist, haben sich die Verteidiger auch verschoben. Das fand ich erstmal super spannend zu sehen, wie halt auch immer Rüdiger und Tah geguckt haben, wo geht jetzt Kroos hin? Welchen Raum müssen wir besetzen? Mhm. Wo müssen wir jetzt sein? Dass sie halt immer wirklich diese Dreierreihe da haben, dass sie halt wirklich immer diese perfekten, diese leichte Rautentendenz auch hier drin haben mit dem Andrich davor. Und das war das Zweite, was du ja schon gesagt hast, dass Andrich diese Rolle hier vor sehr gut gemacht hat. Immer wieder aus dem Deckungsschatten von Mbappé und Thuram raus. Mbappé auch ein Spieler, der nicht so gut gegen den Ball arbeitet. Da kannst du immer sehr gut dann dahinter dich rausformieren. Und dann haben sie es hier hinten dann immer, diese Überzahl haben sie sehr, sehr gut ausgespielt. Meistens halt mit, muss ich mal kurz hier richtig einschalten, mit Kroos hier drüben. Und dann hat Kroos dann eben versucht, hier die Spieler in den Halbräumen zu finden. Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Da sieht man ja, Andrich ist ja dann auch die erste Anspielstation im Mittelfeld. Ne? Also es ist dann mehr als nur ein Zerstörer. Ja. Er muss dann schon sich auch immer quasi anbieten, sich freilaufen. Ich weiß gar nicht, ob Andrich immer die erste Station im Aufbau ist. Sie haben es ja auch häufig mal über ihn als dritten Spieler quasi gelöst. Also dass entweder, also häufig war es dann ja Flo Wirtz, der tatsächlich relativ zentral stand und sich immer wieder kurz gelöst hat, oder dann gab es eben diese Steil-Klatsch-Sequenzen über Groß, Wirtz und dann Andrich mit Dynamik in die Aktion, und was halt in dieser Formation auffällt, und das ist, glaube ich, das Interessante dabei, ist, dass du halt sehr, sehr viele Spieler einfach in der letzten Linie hast und Deutschland halt es sehr, sehr gut geschafft hat, diese Zwischenräume zwischen Innenverteidiger und Sechser vom Gegner durch Tiefenläufe zu öffnen. Deswegen ist es übrigens auch nicht so schwer ins Gewicht gefallen, dass du die Außen nur mit, also mit Außenverteidigern nur geöffnet hast und eben nicht diese klaren 1-gegen-1 Spieler da hast, weil du eben viele Spieler hast, die da in die Tiefe starten können. Und deswegen ist es gegen Frankreich, die ja dazu neigen, dann, wenn sie in einem kompakten Block verteidigen, situativ in so eine Passivität zu verfallen, ist das schon clever gelöst, ne? Dass du da immer wieder verschiedene Rhythmuswechsel drin hast. Ich glaube, das war auch so das Wichtigste in dem Spiel, dass du, sie haben ein sehr, sehr langsames Aufbauspiel an sich gehabt in Linie 1, also dass du da nicht sofort vertikal geworden bist, sondern sehr, sehr ruhig aufgebaut hast und diese Tempo- und Rhythmuswechsel erst so gern letztes Drittel hattest in den geöffneten Räumen dann. Und da hast du einen Spieler wie Andrich Gold wert. Und das sind eben auch alles Rhythmen und gruppentaktische, individualtaktische Prinzipien, die viele Spieler aus dem Verein auch kennen. Ne? Also Mittelstädt, Andrich, Wirtz, Musiala, Kimmich mit Abstrichen, aber ist ja so interessant, wenn du guckst, da sind halt eigentlich, also sehr viele Leverkusen, Stuttgart hast du viele eingewechselte Spieler, die kennen das. Kroos musste ja gar nicht so viel taktisch arbeiten, weil das fand ich super auffällig, dass er halt wirklich gemacht hat und die anderen haben dann um ihn herum sich formiert. Auch wenn er mal auf 6 geblieben ist, ist Andrich abgekippt. Also immer diesen 3-1-Aufbau und Kroos konnte eigentlich machen, was er wollte, wo wir wieder beim Thema Rollen sind. Und das ist auch wieder so ein Hierarchie-Ding, glaube ich. Mhm. Dass du vielleicht mit anderen Spielern in der Innenverteidigung nicht so machen kannst, wie du es halt mit Rüdiger, der sowieso mit Kroos im Verein spielt, der weiß ja, was Kroos kann, was Kroos will und Tah auch das annimmt. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt. Und ich fand auch, dass sie es sehr dynamisch gemacht haben. Das hast du ja gerade schon so angeschnitten. Wenn man jetzt mal auf die Taktiktafel guckt, war das ja, das ist ja jetzt nun mal, wie es idealerweise ist. Und du hast ja schon gerade erwähnt, ein Wirtz ist dann sehr häufig entgegengekommen, wie man das kennt. Oder auch manchmal ist auch so, haben sich auch Mittelstädt und Kimmich hier so postiert und dann haben halt eben Musiala und Wirtz so die Breite gegeben, sodass du, wenn du halt mal hier im Zentrum eine Überzahl haben wolltest, Gündogan ist auch häufig ausgewichen in die Halbräume. Also da hattest du schon Bewegung drin. Also es war nicht so, weil so einen 3-1-Aufbau und dann vorne 6 Mann in der letzten Linie, das macht auch VfL Wolfsburg unter Kovac. Also das ist jetzt nicht so, wo man sagen muss, das ist jetzt das perfekte Positionsspiel. Und du musst es ja dann immer mit Leben füllen und Bewegung. Sie sind dann aber auch relativ gut, fand ich, aus diesem 3-1 in so ein 2-2 dann gekommen, in so eine Box beim Aufbau, wenn sie das mal gebraucht haben mit Kroos. Und das war ja dann häufig über Steilklatsch und dann über den Anker Andrich quasi in die letzte Linie oder den Ballbesitz eben in so einem 2-2 verteidigen. Ich finde, das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht und spricht ja auch dafür, dass das Spiel sehr fluide war und sie da eben häufige Positionswechsel drin haben. Und das spielt ja halt gegen eine Mannschaft wie Frankreich in die Karten, die eventuell gegen den Ball nicht die allerhöchste Disziplin haben und vor allen Dingen Positionsdisziplin haben. Und deswegen hat er schon gut gegriffen. Ja. Jetzt hast du gegen Frankreich
natürlich eine Mannschaft, die jetzt mit Dembélé und Mbappé so ziemlich das Beste auf den Außen hat, was der Weltfußball zu bieten hat, insbesondere in puncto Geschwindigkeit. Das war ja ein richtiger Härtetest jetzt, insbesondere auch für Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition, aber auch für Mittelstädt, wie die defensiv damit klarkommen. Und es kann ja auch, weil ich mich dann immer frage, okay, das ist jetzt Frankreich, wie ist das denn gegen die Gegner, gegen die Deutschland sich schwer getan hat in der Vergangenheit, die wie Ungarn zum Beispiel, die sich dann eher hinten reinstellen und auf Konter setzen. Wie ist so dein Fazit oder euer Fazit jetzt insbesondere zu Kimmich auf rechts und Mittelstädt auf links? Ich glaube, dass Deutschland als Team eigentlich überspitzt gesagt 100% Ballbesitz bräuchte, weil du hast in Phasen gemerkt, dass die nicht kompakt im Block verteidigen können. Da sind wir ja bei dieser Phase, ich glaube so ab der 25. Minute bis zur Halbzeit ungefähr, wo Frankreich wirklich Druck gemacht hat. Das hängt damit zusammen, weil dann die Gegenpressing-Momente nicht mehr so gut funktioniert haben, wo du dann nicht mehr in die Abläufe reingekommen bist. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, hast du gemerkt, dass Mittelstädt auf dem Niveau, Dembélé ist einer der besten 1-gegen-1-Spieler auf der Welt, aber da gibt es Limits. Und auch für Joshua Kimmich gibt es im Tempo gegen Mbappé. Ich hatte bei Mbappé ehrlicherweise das Gefühl, dass der eher für die TikTok-Clips gespielt hat, als für ein wirklich richtig gutes, produktives Spiel. Aber da gibt es dann halt in einem kompakten Block Limits, wie gesagt. Und deswegen ist ja, das hat ja Julian Nagelsmann auch bei den letzten Spielen gegen die Türkei und Österreich auch gesagt. Wir dürfen nie in diese Phasen reinkommen, wo wir zu lange einfach gegen den Ball spielen. Und weil das Team einfach dafür nicht ausgelegt ist und Limits hat. Und deswegen haben sie es all in all, glaube ich, okay gemacht, auch gegen den Ball, vor allen Dingen in Gegenpressing-Momenten. Im kompakten Block hätte ich da wahrscheinlich Bauchschmerzen. Ja, das ist natürlich eine Frage der Intensität dann, ja, die sie nicht hochhalten können. Und auch nochmal dazu zu sagen, das ist ja dann die nächste spannende Frage. Funktioniert dieses Positionsspiel dann auch in der Form so gut, wenn der Gegner halt in einem 5-3-2 oder 5-4-1 spielt? Also Ungarn spielt 5-3-2, glaube ich. Aber spielen Relationism im Ballbesitz, habe ich letztens. Kannst du den Begriff einmal erklären? Relationism. Das heißt ja, das komplette Gegenstück quasi zum Positional Play, wo es dann halt eben viel um Zonen und Räume geht. Und das ist ja eher so ein Miteinander spielen, Seiten überladen, sich aus dem Druck lösen mit sehr, sehr viel Personal. Jetzt grob zusammengefasst. Also jetzt mal grob zusammengefasst, das ist, was wir jetzt hier haben, Positionsspiel. Also jeder hat seine Position, du besetzt alle Positionen auf dem Feld gut. Siehst du ja hier, du hast die gesamte Breite des Feldes besetzt, du hast die Halbräume besetzt, alles ist wirklich gut besetzt. Und Relationismus ist halt eher, dass die Spieler zueinander stehen. Also da kann es auch mal passieren, dass die drei Viertel der Mannschaft auf eine Seite rücken und dann einfach miteinander zockt und dann die andere Seite frei lässt. Also das ist dann etwas freier und etwas sehr stärker darum, die Abstände zu den Spielern, nicht die Abstände zum Raum insgesamt. Aber ich glaube, die werden auch bei der EM gegen Deutschland, glaube ich, dann eher das klassische Ungarn-Ding machen, 5-3-2 und dann gucken. Schottland spielt 5-4-1. Ich weiß gar nicht, was Schweiz macht. Schweiz habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber das werden ja andere Spiele sein dann. Das ist ja nicht Frankreich, die mitspielen wollen. Da ist dann wieder die Frage, wie geduldig spielt man das dann aus? Wie gut spielt man das aus? Und da war ich jetzt positiv angetan von dem Spiel, weil sie im Ballbesitz wirklich geduldig waren und auch im Gegenpressing sehr gut. Ich glaube, das ist, was du ja gesagt hast. Eigentlich bräuchten sie 100% Ballbesitz. Das kriegst du halt, wenn du halt ein gutes Gegenpressing hast. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig. Und was einem Bauchschmerzen bereitet, ist natürlich diese Phasen, wo sie sich zurückziehen. Auch vielleicht, was passiert, wenn das Gegenpressen überspielt ist, wie ist dann hinten die Absicherung? Das hat man in diesem Spiel gar nicht erleben können, weil das eigentlich nie passiert ist. Diese Defensive allgemein. Aber Nagelsmann geht jetzt, glaube ich, dann doch diesen Kurs, okay, wir gehen auf Offensive, wir gucken, dass die Offensive besser wird, weil das die Stärke der Mannschaft ist. Zwei Punkte dazu. Ich finde, wir sprechen häufig über Flo Wirtz als so genialen Spieler mit dem Ball. Ich finde, Flo Wirtz ist ein unglaublicher Spieler im Pressing gegen Pressing. Ich glaube, wenn ich mir die Werte, also ohne dass ich jetzt die Werte gesehen habe, ist, glaube ich, unter den Top-Spielern in Europa, was Gegenpressing-Werte angeht. Also ist überragend. Zweiter Punkt, weil du ja gesagt hast, gegen kompakten Block spielen, da wird es dann schwierig, weil dir, finde ich, in der Breite dann eben dieser 1-gegen-1-Spieler fehlt, der aus der Breite dann ins Zentrum geht und dann Überzahl schafft mit dem Ball, dass du die Gegner dann mal wirklich vor die Entscheidung stellst, rücke ich raus, decke ich durch. Und das ist ja eben, vorhin schon kurz drüber gesprochen, dieses Thema, was machst du mit Ilkay Gündogan, was machst du mit diesen drei Zehnern, was machst du mit Leroy Sané, weil das finde ich auch ein schwieriger Punkt, weil er ja mit zur EM fahren wird, setzt du den auf die Bank. Und ich finde, es ist zumindest dieser Spielertypus führig und Sané, den brauchst du eigentlich in der Gruppenphase, finde ich. Also als Spieler, der auf Außen dann das 1-gegen-1 gewinnt. Ja klar, wenn du halt hier guckst, hast du Kimmich, Mittelstädt auf Außen. Das sind ja eher einfach, damit du es besetzt hast irgendwie. Aber es ist jetzt keine Gefahr, direkte Gefahr für den Gegner.
Gerade wenn du viel Ballbesitz hast, dann geht der Ball ja hinten rum, von einem Flügel zum anderen, so im klassischen Positionsspiel halt, solange hin und her spielen, bis du dann irgendwann die Außenposition hast. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Sané dann nochmal wichtig wird. Trotzdem willst du ja dann nicht die Gefahr durchs Zentrum aufgeben, die du ja mit Musiala und Wirtz hast. Aber du musst ja dann gezwungenermaßen, weil Julian Nagelsmann hat sich ja sehr, sehr klar pro Ilkay Gündogan als Kapitän und eben Startelf-Garantie als dieser zentrale Zehner, der für die Balance sorgt, also hat sich ja sehr klar da positioniert. Das war auch, meine ich, bevor Toni Kroos bekannt gegeben hat. Das hat er direkt am Anfang. Oder direkt am Anfang hat er das ganz klar gesagt. Und damit limitierst du dich ja in deinem Spiel schon ein bisschen, weil, wenn wir ehrlich sind, eigentlich sind ja die Plätze im Mittelfeld dann ganz klar vergeben. Also du hast Toni Kroos, der Stammspieler sein wird. Du hast Ilkay Gündogan, der Stammspieler sein wird. Und dann musst du ja, wenn wir darüber sprechen, Leroy Sané, er soll spielen, dann musst du ja einen Spieler rausnehmen von entweder Wirtz oder Musiala. Oder du spielst halt mit Sané irgendwie als Flügelverteidiger. Also ganz wilde Experimente. Oder Andrich raus und dann nochmal. Das machst du ja auch. Aber dann machst du ja wieder die Kompromisse, um dann die Leute in die Mannschaft zu kriegen, von denen du glaubst, dass sie da reingehören. Und wenn wir über Gündogan sprechen, dann sprechen wir jetzt irgendwie weniger über seine Qualität, die er der Mannschaft gibt, sondern mehr über den Status, den er bekommen hat und dass er in die Unantastbarkeit gepressekonferenzt wurde. So, und das ist richtig. Ja, und das ist ja eigentlich genau das, wofür man Nagelsmann jetzt auch gelobt hat, was auch Teil dieser Aufbruchstimmung ist, dass Nagelsmann eben, man hat immer so von Erbhöfen gesprochen, früher so ein schönes altes Wort dafür benutzt, dass man eben nicht mehr darauf schaut, okay, wer ist etabliert, wer hat in der Hierarchie irgendwie ein gutes Standing wie in so einer Pavianherde, sondern wird geguckt, okay, wer ist gerade gut in Form, wer kommt aus einem Kollektiv, was das spielt, was wir spielen wollen, also Leverkusen, Stuttgart, die dann auch das umsetzen können in der Nationalmannschaft, was sie im Verein im Muskelgedächtnis haben durch tägliches Training. Und dann musst du aber, wenn du das dann so machst, ja auch konsequent sein und sagen, okay, wenn Gündogan in diesem Konstrukt nicht so perfekt funktioniert und vielleicht ein Sané zusammen mit Musiala und Wirtz eine bessere Wirkung entfaltet, muss man auch in der Lage sein, Kapitän hin oder her Gündogan auf die Bank zu setzen. Ja. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, zu dem Spiel jetzt gegen Frankreich, da war ich mit, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich war mit Gündogan auch in seiner Rolle nicht 100% zufrieden, vor allen Dingen im Ballbesitz, also was so Entscheidungsfindung im letzten Drittel angeht. Deutschland hat ja Aufbau bei hohem Gegnerdruck vom Torwart aus, war es ja so ein 4-2-4 eigentlich, ne? Also wie es viele eben spielen aktuell mit 6 Mann, in der eigenen Hälfte, und da war Gündogan häufiger der Zielspieler von Ter Stegen direkt aus. Ich finde, da waren schon Situationen dabei, wo du ihm angemerkt hast, boah, ist schon schwierig in der Entscheidungsfindung. Und auch im Gegenpressing finde ich Gündogan nicht so präsent in der Rolle, wie er sein sollte, ehrlicherweise. Ist mit Sicherheit wichtig für die Balance, glaube ich, wenn du halt 2 Spieler hast, die sehr häufig auf die zweiten Bälle schieben, wie Musiala und Wirtz, dass du dahinter einen hast, der das nochmal so ein bisschen covert und absichert. Weißt du nicht, ob du es gegen jeden Gegner brauchst? Ja, das ist die Frage. Andererseits hat er wieder im Spiel gegen den Ball die Intensität, die einem Musiala sehr stark abgeht. Ja, das ist ja immer so ein Punkt, wo er dann sehr intensiv ist. Und gerade mit Havertz haben die immer wieder nach vorne geschoben. Das war dann auch in dieser Phase, wo es nicht so gut gab. Da hast du eher dann auf dem Außen, hat mir dann die Intensität gefehlt. Wirtz, der dann nicht ganz in dieser Rolle als Linksaußen perfekt aufgehoben ist. Und Musiala vor allem Dingen. Das ist einfach nicht so, der ist ja nicht so intensiv wie halt ein Gündogan. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das noch ein Faktor ist, dass man da dann vielleicht auch die Wahl stellt, Gündogan oder Musiala, je nach Spiel. Kann natürlich auch in manchen Spielen dann nützlich sein, weil du ja auch nicht unterschätzen darfst, dass Schottland zum Beispiel auch eine extrem physische Mannschaft ist, gerade im Zentrum. Scott McTominay ist unangenehm. Ja, das ist unangenehm und das ist dann, glaube ich, auch eine gute Aufgabe für Gündogan dann. Aber ja, ist dann wieder eine Frage der Hierarchie, glaube ich, auch mehr. Aber du hast ja taktischen Prinzipien. Aber du hast ja natürlich mit Musiala ein Spiel, also Wirtz kannst du nicht auf die Bank setzen nach dem Spiel. Das geht einfach auch nicht nach der Saison. Und dann hast du Musiala, nee, ich wollte einmal ganz kurz sagen, weil die Alternative ist ja dann einen von denen oder Sané. Und ich finde, Wirtz, das war sein bestes Länderspiel. Er hatte, finde ich, so schwierig, er war ja auch schon sein, wie viel, das 13. Länderspiel oder so. Also der hat ja schon mehr, als man glaubt, weil das war sein erster richtiger Impact, wo man dachte, okay, alles klar, das ist das eingelöste Versprechen, was wir schon seit Jahren von Wirtz erwarten. Und der ist, also fantastisches Spiel gemacht, meiner Meinung nach. So, und hast du Musiala. Und gerade gegen Gegner wie Ungarn oder Schottland ist Musiala halt ein Typ, der mit seinen komischen Dribblings einfach auch mal an 3 Leuten vorbeikommen kann. Und diese tief gestaffelten, diese 5er-Kette und davor dann noch eine Kette, und der das auflösen kann. Und da brauchst du halt auch einen Spieler, finde ich, der da ein bisschen Chaos reißen kann, auch wenn er oft den Ball verliert. So. Aber wenn es mal klappt, wird es gefährlich. Und deswegen sehe ich einen Musiala auch zu 100% in der Startelf. Und dann finde ich halt, ich gehe voll mit, Gündogan hat halt mehr einen defensiven
Ansatz noch. Also der, glaube ich, ist ein bisschen reifer auch in seiner, in seinem Spielansatz. Der weiß auch, wie man Spiele gewinnt. Mhm. Und Musiala ist halt noch so ein verspielter Straßenkicker. So, der ist, glaube ich, auch nicht so Bock auf Defensivarbeit. Aber trotzdem ist ein Sané, finde ich, wenn du dann überlegst, wen lässt du draußen? Sané ist ja auch ein Spieler, der zwei Spieler beschäftigen kann und der auch in die Mitte gehen kann und der auch am Passspiel teilnehmen kann, der jetzt nicht ein One-Trick-Pony ist, sondern der. Ja, ich glaube, wir sind, es geht ja auch primär um das Thema bei Leroy Sané, wenn du ihn mitnimmst, da sind wir wieder bei dem Thema Rollen, dann ist er entweder Stammspieler oder lässt ihn zu Hause. Ich glaube, das Mittelding gibt es nicht. Aber das ist, oh Mann, das finde ich ehrlich gesagt, sich der Stärken zu beheben und sich auch der Breite zu beheben. Wir haben, guck mal, Weltmeister Deutschland 2014 ist Weltmeister geworden, sind schon jetzt lang. Und überleg mal, wer da alles. Am Ende war, hast du Chris Kramer gespielt. So. In der Startelf im WM-Finale. Den hatte da vorher keiner auf dem Schirm. Weil dann ist ein Khedira verletzt und Schweinsteiger kam nur schleppend, bla bla bla. Es wird vermutlich nicht die ganze Zeit, wenn sie weit kommen, die erste Elf durchspielen. Du brauchst ja auch Qualität auf der Bank. Ich glaube, es geht nicht darum, dass er Qualität hat, sondern es geht darum, wie Spieler ihre Rollen annehmen. Es war ja ein ganz, können wir das gleich über Matumit sagen. Wenn wir über Sportliche reden oder Nico Schlotterbeck, dann habe ich ihn gerne mit dabei. Aber wenn wir darüber sprechen, wie Spieler Entscheidungen auffassen und wie sie mit dieser Herausfordererrolle umgehen, dann weiß ich nicht, ob das so cool ist, wenn du Leroy Sané als Joker bringst von der Bank. Aber ihn dann gar nicht mitnehmen, das ist schon ein krasses Ding. Also ist ja die Frage, willst du mit der Kabine dann zündeln? Nick, also das Ding ist, ich weiß nicht, wie es so. Ich bin Bezirksliga-Fußball, war das höchste meiner Gefühle. Ne? Da haben wir halt gesoffen und in der Dusche gesungen. Und so, ne? Aber deswegen kenne ich diese Hygiene in der Kabine. Das ist halt immer so, da wird drüber geredet, aber wer ist denn wirklich in der Kabine? Wer kann das denn beurteilen? Ich kann auch nur nachplappern, was Leute erzählen. Aber für mich ist es immer so, der Gedanke, dass das Ego eines Spielers so groß ist, dass er es nicht verkraftet, auf der Bank zu sitzen und dafür lieber gar nicht mitfährt. Das finde ich so unverständlich. Ich meine, ich arbeite in der Medienbranche, hier gibt es auch viele Egos. Ja? So, ich arbeite auch mit vielen Egos und ich würde meins da vermutlich auch nicht ausnehmen können. So. Aber das ist eine ganz neue Ebene, zu sagen, okay, dann fahren die gar nicht mit, aber weil die machen nur Scheiße. Ich glaube, es gibt aber auch, glaube ich, so ein bisschen die Balance, oder? Also ich glaube, man kann schon immer ein, zwei Leute mitnehmen, die auch Druck machen wollen. Also die auch vielleicht dann nicht so geil reagieren, wenn sie nicht spielen. Ich glaube, das ist verkraftbar und das ist auch im Sinne von einem gesunden Wettbewerb innerhalb der Mannschaft wichtig, dass du halt solche Spieler hast, die von hinten auch Druck machen, die halt nicht halt dann sagen, ja, cool, dass ich hier bin, schön, danke für die Erfahrung, so, sondern ich will da doch noch diese Situation haben. Und ich glaube aber, dass er einfach nicht möchte, Nagelsmann, dass das 6, 7 Leute sind, wie damals beispielsweise in Russland, wo du halt dann wirklich gemerkt hast, die halbe Truppe hat da eigentlich jetzt gar keinen Bock mehr da zu sein, wo sie gerade ist. Und das ist, glaube ich, dann der Unterschied. Ich glaube, du musst da schon ein bisschen Kompromisse machen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf Sané verzichtet. Sané reist ja jetzt auch morgen zur Nationalmannschaft. Auch wenn er gesperrt ist, reist er hin, um da halt mal dann bei der Mannschaft zu sein. Ich glaube, das ist ja auch schon ein starkes Signal, dass Nagelsmann das zulässt und Nagelsmann sagt, ja, komm. Ich glaube übrigens, dass Sandro Wagner da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, auch in der Kommunikation. Ich habe immer das Gefühl, dass der sich sehr, sehr gut zwischenmenschlich mit den ganzen Spielern versteht und dass das auch alles funktioniert. Soweit, und ich bin auch bei dir, Tobi, dass man 2, 3 Spieler mit Sicherheit abfangen kann. Ich glaube, dass du auf jeden Fall mit Niklas Füllkrug jemanden drin hast, der da auf jeden Fall auch auf Einsätze pocht und der Bock darauf hat zu starten. Dann hast du, auch wenn es viele mal nicht hören wollen, aber Thomas Müller kann der Mannschaft auch noch was geben, auch wenn er, glaube ich, ganz klar seine Rolle kennt, aber auch der hat Bock zu spielen. Diesen Konkurrenzkampf hast du ja auch auf der Linksverteidigerposition zwischen Mittelstädt und Raum, die vielleicht aber andere Typen sind. Die aber auch in der Hierarchie anders sind. Muss ja, ganz klar sagen. So, das ist ja, die wissen halt, das ist die schlechteste, also die wissen das nicht, aber das ist ja, glaube ich, eine andere Hierarchiefrage als einen Müller oder einen Hummels, der ja auch dann sagt, ich bin Weltmeister, bestimmte Dinge muss ich mir nicht mehr antun. So. Ja. Oder bestimmte Sachen muss ich mir nicht mehr anhören vom Trainer. Wie gesagt, ich finde, das sind Themen, die für Julian Nagelsmann sehr, sehr schwierig sind. Ich glaube einfach, dass er sich, meine persönliche Meinung, keinen Gefallen damit getan hat, sich so früh pro Ilkay Gündogan festzulegen, sondern das Ganze hatte, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit gebraucht, um da eine definitive Entscheidung zu fällen. Ich finde, das Gleiche ist für mich übrigens auch auf der Torhüterposition, weil Manuel Neuer wird bis zu EM kein Länderspiel machen. Oder zumindest bis zum Wir haben ja noch da Griechenland und Ukraine dann noch kurz. Ich glaub, die Verletzung ist nicht so schwer, glaube ich, ja. Ja, zumindest fehlt er jetzt eben in diesen 2 Härtetests wieder, ne? Und dann hast du eben dann wieder nur
diese zwei Testspiele davor der EM und man muss sagen, ich finde Testing hat sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Aber auch da sind wir wieder bei dem Thema Hierarchie und Rollenverteilung und ich war auch sehr, sehr lange bei Manuel Neuer als Nummer 1, aber dadurch, dass er jetzt wieder fehlt und Testegen es jetzt endlich mal gut gemacht hat in der Nationalmannschaft, ist das Thema auch schwierig, ehrlicherweise. Ja, aber da, ja, gehe ich mit, aber das ist, ich finde jetzt Testegen im Vergleich mit Neuer, also auch was seine Nationalmannschaftsauftritte angeht, er hat nie, finde ich, so dominant gespielt, so überragend gespielt, dass man sagt, okay, du kommst nicht mehr an ihm vorbei. Er hat in meinen Augen nicht den großen Unterschied gemacht, wenn er gespielt hat. Er war halt immer zur falschen Zeit am falschen Ort, so ein bisschen. Ja, aber er hat ja die Spiele bekommen. Ja, und er war jetzt kein Spiel bei, wo ich sage, oh, wie Neuer gegen Porto damals oder so in der Champions League mit Schalke, wo du da, oh, als, wer ist das denn? Ja, klar, der hat es gut gemacht, ist gut mit dem Fuß, aber wie viele Unhaltbare hat er rausgeholt, wo dann auch der öffentliche Druck vielleicht so groß wird, zu sagen, ey, wir kommen an Ter Stegen nicht mehr vorbei. Das Problem natürlich, wenn du keine Spielzeit bekommst und dann halt nur in Spanien spielst, auch so ein bisschen abseits der deutschen Öffentlichkeit, dass dann natürlich das Echo ausbleibt. Ja, aber er hat ja die Spiele gehabt in der Nationalmannschaft. Ja, ja klar, aber der hat ja da wenig Spiele gehabt. Und das ist ja immer, Torhüter bist du ja auch immer, manchmal hast du undankbare Tage einfach als Torhüter. Ja. Das Spannende ist ja dabei eigentlich, weil wir auch schon über Taktik gesprochen haben, dass ja eigentlich Ter Stegen für das, was Nagelsmann spielen lassen möchte, finde ich, der bessere Fit sogar ist eigentlich. Ne? Weil ich finde, Manuel Neuer ist sehr, sehr gut nach der Verletzung wieder zurückgekommen. Auch so was Torwart-spezifische Spiel angeht, auf der Linie halten, 1-gegen-1-Duelle präsent wie vorher auch. Ich finde aber, dass Neuer nicht mehr so präsent mit dem Ball ist und nicht mehr qualitativ so gut mit dem Ball ist. Also da sind, finde ich, schon viele Dinger, das sind also häufig Notbälle auf den Außenverteidiger und nicht mehr so mutig ist. Und da finde ich, ist Ter Stegen dann schon aktuell der bessere Keeper. Aber ich, das ist halt wir reden über Nuancen, das ist das Problem. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da sind wir wieder bei dem Thema, glaube ich, dass Ter Stegen dann nicht so viel angeboten hat, einfach auch in den letzten Jahren, dass man sagt, an dem kommst du gar nicht mehr vorbei. Aber wenn ich jetzt rein von einem sportlichen Fit spreche für die EM, dann wäre es wahrscheinlich Ter Stegen, aber alleine aufgrund, also wenn Manuel Neuer im Tor steht, dann wird das Tor immer noch 3 Meter kleiner. So. Und deswegen glaube ich, spielt er auch einfach eine wichtige Rolle in der Kabine und du kommst da nicht an ihm vorbei. Wie komme ich dran vorbei, einen klitzekleinen Spot zu machen? Den schauen wir uns gemeinsam an. Da sind wir gleich wieder da. Wir haben noch eine Menge zu besprechen, was ein Länderspiel alles hergeben kann. Bis gleich. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine Prise Energie, um meine Gegner zu bezwingen. Und ich werde gleich übertrieben stark sein, wenn ich mein Schwert in den Himmel richte, um Energie zu erlangen. Energie! Energie! Ey, come on, wo ist die Power? Wo ist die Kraft? Wo bleibt sie? Ich check es nicht. Ich check's einfach nicht. Dann rufe ich da halt nochmal an. Ja, hallo. Ich brauche übertrieben viel Energie für mein Schwert. Hilfe! Da bist du aber auf dem Holzweg. Um wirklich zu verstehen, wo die Energie herkommt und wie die mit Leitung zu dir kommt, hättest du mal eine Karriere bei Stromnetz Hamburg anfangen sollen. Wir bieten Ausbildungsplätze und ein duales Studium im elektrotechnischen Bereich an. Hier wird Technik zum Abenteuer für alle, egal ob Einsteiger oder Profi. Bei Stromnetz Hamburg findest du deinen Weg im technischen, kaufmännischen oder IT-Bereich. Jeden Tag eine neue Herausforderung. Ja, verstehe. Und wo kann ich mich bewerben? Hier, auf unserer Homepage. Das mache ich. Dank meines Berufes weiß ich jetzt, wie es läuft. Danke, Stromnetz Hamburg. Ultimate Power on! Ja, es durchfließt mich. Sei nicht dumm und bewirb dich bei Stromnetz Hamburg. Ja. Da sind wir wieder. Es geht weiter mit der Nationalmannschaft. Ja, gerade haben wir über die Torhüterposition gesprochen. Da hat Julian Nagelsmann sich frühzeitig auf Manuel Neuer festgelegt.
Du hast gerade gesagt, er hat sich keinen Gefallen getan damit. Ich finde aber auch, wenn man mal so zurückblickt, wie unwürdig das damals war mit Lehmann und Kahn 2006, dass es auch manchmal gut sein kann, wenn man rechtzeitig eine Debatte zumacht. Weil wenn so ein Thema bis zur WM, bis zur EM rein immer wieder aufflammt, in den Medien thematisiert wird, die Spieler immer wieder gefragt werden, genervt werden, so jetzt ist klar, und ich bin auch der Meinung, sportlich sind es Nuancen. So, die sind beide super Torhüter, aber vermutlich wird das am Turnierausgang jetzt nicht so viel ändern, es sei denn, jemand hat einen rabenschwarzen Tag. aber dann hat man zumindest mal diese Diskussion nicht mehr. Ja. Und das ist ja auch eine Position, wo man auch sagen muss, klar, es gibt da Nuancen. Ich habe jetzt einen Neuer nicht so schlecht gesehen. Ich habe ihn eher im Torwartspiel so mit ein paar Schwächen gesehen beim Abspringen im Vergleich zu dem, was er früher gekonnt hat. Aber es ist ja nicht die schwierige Position. Also weder in der Hierarchie, weil du da kannst ja wirklich sagen, Neuer ist seit 10 Jahren da Torhüter, der hat uns zum Weltmeisterschaft geführt, Hierarchie abgegessen. Du kannst auch nicht taktisch jetzt großartig, musst du nicht deine ganze Taktik umwerfen, nur weil Neuer da spielt. Vielleicht, klar, Ter Stegen hat doch die geileren Pässe ins Zentrum rein, das stimmt. Aber trotzdem hat der Neuer auch gute Pässe. Also es ist nicht wie mit Trapp damals in den letzten Länderspielen, wo es halt wirklich ein Problem war. Da war es halt wirklich ein Problem. Ja. Mit Neuer wird das kein Problem. Und vor allem, ich finde auch ganz kurz nur ergänzend, diese Kabinenhygiene, Ter Stegen, klar, der will auch spielen, so, der hat sich auch schon klar geäußert, damals auch, als dieser Umbruch stattfand, wo er sagt, okay, er dachte eigentlich, ich bin jetzt die neue Nummer 1, wo dieser Umbruch komplett durchgezogen wird. Also der, ich würde nicht sagen, dass er jetzt komplett ohne Ehrgeiz ist, aber Neuer auf die 2 zu setzen, ist wahrscheinlich das größere Problem für die Kabinenhygiene, als Ter Stegen auf die 2 zu setzen. Und wenn du dann guckst, wer kommt denn nach, und dann sind wir nämlich bei Trapp und so, die haben ja allesamt nicht diese, also danach ist ja eine Lücke, eine qualitative Lücke. Ob du jetzt über Trapp oder Baumann, über wem auch immer redest, so, das ist ein Abfall. Und dann nehme ich doch lieber beide mit. Und wenn mit Neuer irgendwas ist, dann habe ich Ter Stegen. Aber wenn mit Ter Stegen irgendwas ist, dann habe ich vielleicht einen Trapp. Und das ist dann schon ein Riesenunterschied. Ja. Also ich verstehe das Argument bei Gündogan stärker, weil da ist natürlich problematisch. Ja. Da musst du auch die Taktik dann je nachdem umbauen. Und dann hast du natürlich dann so eine ganz starke Abhängigkeit geschaffen, einfach dadurch, dass du ihn aufstellen willst. Aber da bin ich nochmal gespannt. Dann können wir auch das Spiel gegen Niederlande nochmal abwarten, die ja noch ein bisschen anders spielen. Dann vielleicht mal gucken, ob es da dann besser ist. Mhm. Aber ich glaube, wir können jetzt nochmal nach diesem Spiel einmal noch die Frage stellen an euch beide, die würde ich auch gerne nochmal von euch hören. Findet ihr das denn gut, dass so Goretzka, Schlotterbeck, Hummels, dass die jetzt alle nicht dabei sind und dann auch, muss man jetzt auch so ehrlich sagen, wahrscheinlich bei der EM nicht dabei sein werden? Denn was soll da jetzt noch großartig passieren, dass dieses Urteil, wir stellen nach Form auf und nicht und nach Form und nach aktueller Leistung und nicht nach anderen Themen, was soll da noch groß passieren, außer vielleicht Goretzka gewinnt jetzt die Champions League oder die Dortmunder gewinnt die Champions League, aber auch da Ballon d'Or oder sowas. Aber findet ihr das gut, dass man sagt, gar keine Option mehr wahrscheinlich? Ja, also ich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja Julian Nagelsmann noch sehr stark am Basketball orientiert, was Teamzusammensetzung und Rollenverteilung. Weltmeistermannschaft, ja. Genau, und deswegen kann ich die ganzen Argumente verstehen. Ich finde, bei Mats Hummels gehe ich 100% mit, was vielleicht auch den Typ angeht, der so Entscheidungen dann ein bisschen schwieriger auffasst. Ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es bei allem, was beim BVB vielleicht nicht so gut läuft, finde ich es unter aller Sau, wie Mats Hummels sich teilweise öffentlich gegen seinen Trainer stellt und da immer so ein bisschen nachtritt. Und dann kriegst du ja schon so ein Bild davon, was passiert mit so einem Spieler, wenn er vielleicht nicht als Nummer 1 Innenverteidiger mit zu einer EM fährt. Kann ich deswegen nachvollziehen. Bei Leon Goretzka, denke ich, ist sehr, sehr ähnlich. Der es vielleicht nicht so laut nach außen sagt, aber vielleicht Entscheidungen dann auch nicht so positiv auffasst. Ne? Und das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, weil ich nach wie vor ein Fan von dem Spielerprofil bin, Nico Schlotterbeck, weil er eben Linksfuß ist und sehr, sehr gut im progressiven Aufbau ist, ist natürlich, da sind wir auch wieder beim Thema, in den letzten Jahren ja fast schon, auf Nationalmannschaftsebene halt sehr, sehr fehleranfällig, leider auch immer gewesen. Und ich glaube, da kann man auch so ein bisschen das Argument, was Tobi für Ter Stegen hatte, falsche Zeit, falscher Ort, weil dann irgendwann mal als Linksverteidiger gespielt und in der Nationalmannschaft reingekommen, wo es dann vielleicht nicht so lief. Aber ich bin trotzdem, wie gesagt, ein Fan von dieser Rollenverteilung, von dieser ganz klaren und kann deswegen absolut nachvollziehen, dass du diese Spieler dann eben zu Hause lässt. Ja, finde ich auch wieder spannend, dass man dann Anton quasi vorzieht, weil da wieder beim Thema, das Spiel erinnert ja schon so ein bisschen
an das, was Leverkusen, Stuttgart spielen im Aufbau auch. Und dann hast du einen Anton, der da, glaube ich, relativ einfach reinkommt. Und die bei Dortmund, die spielen noch ganz anders im Aufbau auch, nutzen mehr lange Bälle, nutzen mehr Bälle in die Tiefe. Gar nicht so sehr, der Sechserraum ist ja häufig, da ist ja nichts drin bei Dortmund. Das ist dann, glaube ich, nochmal dann ein größerer Anpassungsprozess. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch noch was reinspielt, neben dem ganzen Hierarchie-Gedöns. Einfach der, das, was die Spieler aus dem Verein kennen, ist was anderes als ein Rüdiger, ein Tah. Und so ja, weiter. Die Abläufe, das Muskelgedächtnis, einfach, was ist ja. So, wenn du innerhalb kürzester, wenn du fast schon intuitiv, instinktiv eine Entscheidung treffen musst, was macht dein Körper? Und wenn du das im Verein spielst, dann ist es sicherlich leichter, das dann auch in der Nationalmannschaft umzusetzen, mit so wenig Trainingszeiten, wie nun mal da sind. Ich gehe auch zu 100% mit dem, was du sagst, Benny, weil bei der Nationalmannschaft sollten nicht irgendwelche Leute spielen, die mal unter Beweis gestellt haben, sie sind die Besten oder sie haben mal bei Bayern irgendwas gewonnen oder sonst was, sondern die Nationalmannschaft kann. Er muss so aufgestellt werden, dass du den maximalen Erfolg hast. Die Besten müssen spielen und die Summe des Ganzen muss die höchste sein, die du haben kannst. Und dieses Festhalten an Spielern einfach so aus so einer Gewohnheit heraus, weil man von denen erwartet, dass die da hingehören, das ist ja eigentlich nicht die Herangehensweise. Und das hat ja auch nicht funktioniert. Wenn Deutschland jetzt jedes Mal im Finale stünde, so wie Frankreich, die jedes Finale spielen, okay, dann hast du wenig Argumente, was zu machen. Aber was ist denn passiert? Seit 2014 ging es ja Stück für Stück bergab. Und du kannst ja nicht einfach sagen, ja, wir bleiben immer beim Alten. Und dass Nagelsmann den Mut hat, zu sagen, für das Heimturnier, cut, die Spieler kommen mit, die gut funktionieren, die ins System passen. Ich finde das fantastisch. Und klar tut das manchmal weh, bei einigen Spielern mehr als bei anderen. Aber niemand hat das Recht, nominiert zu werden. Ein Goretzka hat nicht das Anrecht, aufgrund seiner Leistungen der Vergangenheit zu sagen, ich gehöre dazu, ich muss eingeladen werden. Und dazu kommt für mich, wenn du sportlich nicht die Argumente lieferst, unantastbar zu sein. Wenn dann so Geschichten kommen, die ich ja nicht mitbekomme, die ich auch nur lese, dass die dann in der Kabine Probleme bereiten und Nagelsmann, das muss man sich auch mal eigentlich mal noch mal in Erinnerung rufen, Nagelsmann sitzt in der PK und erklärt sich und sagt ganz klar, dass er eine erste Elf oder eine erste 13 hat und es ist ihm wichtig, dass die Leute, die dahinter sind, ihre Rolle akzeptieren. Und er hat explizit in Anton auch gelobt und gesagt, er fährt deswegen mit, weil er diese Rolle akzeptiert. Was sagt das über die anderen aus? Ja. Also das ist ja ein charakterlicher Niederschlag im Prinzip. Das hat er so gesagt und keiner geht. Aber was ist das für eine Diagnose, die er diesen anderen Spielern stellt? So, und da müssen die sich an die eigene Nase fassen, wenn die ganz offensichtlich, und Nagelsmann hat keine Agenda. Glaube ich nicht, dass er irgendwie frustriert ist, weil er bei Bayern von Goretzka gemobbt wurde, das glaube ich einfach nicht. Ja. Und wenn du dann, wenn der Nationaltrainer sowas öffentlich sagt, dann muss ja was passiert sein. Ja, meine Theorie ist, Nagelsmann ist bei der Icon League von Toni Kroos dabei und nicht bei der von Mats Hummels. Ja. Das ist meine Theorie. Ja. Ich finde aber schon, dass du zum Beispiel Spieler wie einen Leroy Sané, der ja auch spielt keine gute Rückrunde, aber das ist ein Spieler, den du dann einfach mitnimmst und dem du das Vertrauen gibst. Ich glaube, das ist auch wichtig für den Spieler und eben auch kann, haben wir vorhin lang und breit besprochen, eben auch ein wichtiger Spieler dann im Verlauf des Turniers werden. Aber da sind wir auch wieder beim Thema Dosierung, glaube ich, ne? Und diese Nominierung ergeben sich ja quasi aus dem, was die letzten Jahre in Deutschland passiert ist, ne? Also, dass du da einfach mehr Politik für die Nominierung gesorgt hat als wirklich sportliche Leistung. Und deswegen kommt Julian Nagelsmann, weil er eben auch ein cleverer Typ ist, da glaube ich gar nicht drum herum, als das so zu entscheiden. Und dementsprechend, wie gesagt, sehr, sehr mutig. Und ich finde es auch einfach cool, dass man jetzt bei ihm merkt, bei Nagelsmann, auch nach den ganzen Nominierungen und nach dem Frankreich-Spiel, dass er jetzt einfach in die Kabine gehen kann und sagen kann, ey, pass mal auf, hört einfach auf das, was ich euch sage, und dann funktioniert das schon. Und es gibt ihm ja jetzt recht und das stärkt ja seine Position nochmal, weil machen wir uns nichts vor. Wenn die gegen Frankreich jetzt 4-0 verlieren oder verloren hätten, dann hätten alle wieder gesagt, er hätte es mal doch lieber Leon Goretzka mitgenommen. Oh, wahrscheinlich verlieren sie morgen gegen Niederlande und ja, dann da. Nein, aber ja, das darf man ja aber, glaube ich, dann nicht vergessen, dass natürlich dieses Ergebnis, diesem Frankreich-Spiel, sehr, sehr wichtig war. Aber wenn du dir die vergangenen Jahre anguckst, eigentlich seit Löw gegangen ist, wir hatten nie Probleme gegen Top-Nationen. Mhm. Und der Flick hat kein einziges Spiel verloren gegen Italien, Spanien, Frankreich. Wir haben verloren gegen Japan bei der WM, wir haben verloren gegen
Nee, Südkorea ist schon faszinierend. Südkorea, Mexiko ist die WM davor, aber wir haben jetzt auch verloren halt danach, nach der WM nochmal gegen Japan, gegen Österreich, Ungarn, gegen diese Nationen, die sehr intensiven Fußball spielen, sehr gut gegen den Ball arbeiten, und da, das ist ja das, die Krux sowas. Deswegen muss man auch aufpassen, dass man diesen Sieg natürlich gegen Frankreich nicht so hoch hängt, weil da haben wir auch mit Rudi Völler gewonnen und auch Hansi Flick hat unentschieden gegen Frankreich geholt im Jahr davor. Also. Frankreich ist auch für mich der Inbegriff von Turniermannschaft. Also ehrlich, das ist so eine Mannschaft, wo du immer merkst, in den Freundschaftsspielen, da gibt es Spieler, die haben gar keinen Bock drauf, sich da jetzt nochmal, also da an die 110% zu gehen. Und das ist ja dieses Thema, was du angesprochen hast, Tobi, dass Deutschland auch was beweisen musste in dem Spiel. Und das habe ich bei Frankreich gemerkt, da war nicht viel zu holen in dem Spiel. Und das sieht dann in einem Wettbewerb, glaube ich, auch wieder anders aus, wenn dann auch noch so ein Spieler wie Griezmann dazukommt, weil es ist halt witzig, dass der einfach immer noch so underrated ist, glaube ich, auf seiner Position Top 3 auf der Welt. Das ist ja so extrem, wenn du bedenkst, der hat jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit 10 Jahren oder sowas ein Länderspiel verpasst. 84 Länderspiele in Folge. Der oder hat so halt gemacht, jedes Länderspiel, der macht halt immer mit so. Und er ist natürlich auch mal der Spieler, der dann seine Mitspieler auch anweist, halt alles zu geben, und der dann nochmal halt da nochmal in dieser Hierarchieebene sehr wichtig ist. Und jetzt das Spiel ohne ihn, hast du gleich gemerkt. Ja, erste Presselinie war nicht wirklich vorhanden bei Frankreich. Das hat es ja dann Deutschland ein bisschen einfach gemacht. Ja, das ist bei Frankreich. Man denkt immer, die haben so einen unerschöpflichen Talentepool. Aber wenn bei Frankreich Griezmann und oder Griezmann und Mbappé fehlen, das ist auch eine andere Mannschaft. Ne? Ja, das stimmt schon. Also es ist natürlich trotzdem qualitativ nicht so schlecht, was dann danach rückt. Nee, aber es ist schon ein Unterschied. Also wie gesagt, ich glaube, dass Mbappé einfach in so einem Spiel nervt er mich, ehrlicherweise, weil das ist mir dann, das ist wirklich ernsthaft nur für diese 10-Sekunden-Clips ein Spiel, wo alle dann nachher sagen, boah, hat irgendwie Kimmich da dreimal überlaufen, und alles andere, was so Spiel gegen den Ball etc. angeht, finde ich es einfach nur nervig. Und klar ist das ein brutaler Spieler im Turnier, und aber diesen Spiel. Vor allem finde ich es nervig, weil der dann Kimmich nicht wirklich testet. Ich meine, Kimmich hat die Erfahrung, so, ne? Aber wenn die dann jetzt aus dem Spiel gehen und denken, ja, okay, im Turnier weiß ich, was auf mich zukommt. Nee, da legen die halt nochmal 50% drauf. So, das heißt, da musst du auch nochmal ein bisschen an dir arbeiten, ja. Aber ich finde auch, dass wir da vorne jetzt mit Musiala und Wirtz kreative Lösungen haben, die mir Hoffnung geben, dass man auch gegen tiefstehende Gegner und auch wenn vielleicht ein Sané noch mit reinkommt oder so, Lösungen finden kann. Und du hast vorne Alternativen drin mit Füllkrug und Undav. Jetzt hat Havertz gespielt, da werden wir gleich nochmal drüber reden, was mit Havertz ist. Aber ich, vielleicht bin ich ein bisschen auch zu sehr geblendet jetzt von diesem einen guten Spiel. Aber ich habe schon das Gefühl jetzt mit wirklich da vorne, dass das Spieler sind, die Lücken reißen können und Wege finden können, sowas auszuhebeln. Und wenn das erste Tor fällt, ja, okay, dann kann Ungarn oder wer auch immer, Schottland, sich trotzdem bis zur 85. hinten reinstellen, und dann gehen sie volles Risiko und machen wahrscheinlich irgendein Kacktor noch. Aber wenn du erstmal eins machst, können sie ja nicht, dann müssen sie ja irgendwann mal was machen. Ich glaube, dass Deutschland sehr krass darauf angewiesen sein wird, Spiele relativ früh zuzumachen. Also, dass du sowas gar nicht aufkommen lässt. Weil das, wenn du dann irgendwann so gern 70. Minute in so einen Schlagabtausch kommst im Turnier, glaube ich, dass die 7 oder 8 von 10 Spiele verlieren, Deutschland, weil es dann eben Teams gibt, die dann einmal intensiver sind und dich überrennen einfach. Das Japan-Prinzip. Ja, das Japan-Ding. Genau, und was ich interessant finde, dass Flo Wirtz übrigens gar nicht der Spieler ist eigentlich, der sich so krass dann in diesen engen Räumen auffällt, ist ja auch bei Leverkusen nicht, sondern wenn sie dann gegen einen 5-4-1 spielen, kippt er ja sehr häufig breit raus und versucht, über die Außen was zu kreieren, und du hast dann da eigentlich nur Jamal Musiala und also das heißt nur, ist auch nicht so schlecht, ne? Auch nicht so schlecht. Und deswegen ist auch Kai Havertz eben so wichtig, ne? Weil er eben diese Tiefe gibt, diese Tiefenläufe macht. Der Julian Nagelsmann auch vor dem Spiel angesprochen gehabt. Aber ich bin gespannt. Deswegen fand ich die Idee auch übrigens gar nicht so schlecht, das mal zu testen mit diesem langsamen Aufbau und da ganz klare Pressing-Trigger auch für den Gegner zu setzen, weil du hast gemerkt, dass Frankreich in dem Spiel sich nicht immer so einig war, wann schieben wir vor. Wann bleiben wir erstmal in einem Mittelfeldpressing? Und das hat Deutschland dann in ihren Spielrhythmen, glaube ich, sehr, sehr clever gelöst. Und das kann auch ein Stilmittel sein, eben gegen so Gegner, die mit dem Turnierdruck, mit diesem Druck des Wettbewerbs dann auch irgendwann vorschieben müssen. Du diese klaren Pressing-Trigger hast. Toni Kroos als Spieler, der auch einfach unglaublich gut darin ist, Ballbesitz zu verteidigen, auch unter Druck. Dass das eine Waffe sein kann, auch gegen tiefstehende Gegner. Und dass du dann gar nicht so oft in die Situation kommst, dass du dann so einen tiefen Block extrem einfach nur in der letzten Linie bespielen musst.
Ja, wird wahrscheinlich gegen, mal gucken, was Schottland dann macht. Da wird das, glaube ich, dann virulenter sein. Gegen Schweiz nicht, aber die sind auch erst das dritte Spiel. Havertz finde ich halt super. Also finde ich wirklich super. So ein Spieler ist so ein Trainerspieler, glaube ich. Also ein Spieler, der wirklich das macht, was du ihm aufträgst, der dann die Tiefe gibt, der dann auch die Räume findet, der auch uneigennützig dann immer wieder in Richtung Seite startet, damit ein Kollege hinter ihm Tor schießen kann. Das hat man ja bei diesem 1:0 nach 8 Sekunden da in Perfektion gesehen, wo er einfach nach hinten sprintet, weiß, er wird keinen Ball bekommen, aber er macht diesen Laufweg, um halt dann den Raum zu öffnen. Das ist halt Havertz. Und der hat auch noch mehr Geschwindigkeit einfach als einen Füllkrug und einen Undav, die ja auch beide mitspielen können durchaus, aber denen halt die Geschwindigkeit einfach abgeht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor für Havertz. Und wenn er dann noch in seiner Box die Tore macht, wie er es zuletzt ja auch bei Arsenal sehr, sehr gut gemacht hat, dann ist er, glaube ich, eine richtige Waffe. Ist auch für mich underrated im Kopfballspiel tatsächlich auch. Ja. Also dann im 16er ist jetzt nicht der klassische Wandspieler, sondern, wie du schon gesagt hast, eher derjenige, der Räume öffnet. Aber wenn es dann auch mal darum geht, dass du einen kompakten Block vielleicht nicht diagonal flach dann immer in 16er spielen kannst, sondern auch einfach mal Linie Richtung, Läufe Richtung Grundlinie hast und da eben Kai Havertz vorne drin ist, ist das schon nicht verkehrt. Und ich finde es spannend, dass er so viel Ablehnung tatsächlich erfahren hat dann auch auf dieser 9er-Position. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute gar keine Premier League gucken. Also wie gut der wirklich in den letzten Monaten bei Arsenal ist, auch eben in dieser 9er-Rolle bei Mikel Arteta. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema. Es ist jetzt nicht 1:1 das gleiche Spielsystem, ne, was Arsenal spielt, aber da gibt es einfach Rhythmen und Inhalte, die sehr, sehr ähnlich sind. Und das kommt dann so einem Spieler wie Kai Havertz auch einfach zugute, wenn er dann in so einem System performen kann. Der hat halt 6 Scorerpunkte in den letzten 4 Premier League-Spielen. Und beim Tabellenführer der Premier League so. Und dann musst du eigentlich nicht debattieren, warum spielt der, oder? Also das ist doch eigentlich ein No-Brainer. Das ist doch eigentlich, wenn du das so mal laut aussprichst, ist das ein No-Brainer, dass der spielt und halt nicht Füllkrug oder auch Undav, auch wenn die top in Form sind. Aber der ist halt der Topscorer aktuell beim Premier League-Tabellenführer. Und der beste Fit einfach für das System. Ja. Weil, du hast es ja schon gesagt, Dennis Undav ist ja mehr in diesem Zehnerraum einfach. Ne? Also ich liebe Dennis Undav, ich liebe das Spielerprofil, was er hat. Mhm. Der braucht aber auch im Best Case einen Wandspieler neben sich, damit er das so spielen kann. Den hast du in diesem System nicht. Ich finde, Niklas Füllkrug ist, was so Abschluss und letzter Kontakt im 16er, Räume vorher auch vielleicht öffnen durch seine Präsenz, ist das alles schön und gut. War es für mich von den dreien am wenigsten der mitspielende Stürmer. Und dann führt ja kein Weg an Kai Havertz vorbei. Also das ist einfach so. Und ich finde es auch cool, dass Julian Nagelsmann sich da so für ihn stark macht auch auf der PK, der sehr, sehr viele, auch in allen Interviews, sehr, sehr viele positive Worte für Kai Havertz hat. Das hat man ja in der Vergangenheit in Deutschland auch mal häufiger anders gehört. Ja, weil er hat aber auch nicht so dieses, er ist nicht so spektakulär. Und wenn einen guten Laufweg zu erkennen und zu wertschätzen, dafür braucht man ja auch eine gewisse Lesefähigkeit eines Spiels. Die habt ihr natürlich, aber die haben ja die meisten nicht. Und ein Füllkrug ist halt sehr präsent, sehr körperlich und er schießt halt auch Tore. Ne? Aber was jetzt in der Gesamtrechnung besser ist für die Mannschaft und so weiter, das kann jetzt ja auch nicht jeder beurteilen. Kai Havertz ist übrigens an beiden Toren noch mit seinem Offball-Movement direkt beteiligt. Ne? Also der öffnet vorher vor beiden Toren Räume, die dann bespielt werden können. Die öffnet ihren Niklas Füllkrug nicht. Deswegen ist er fit. Genau, das muss man auch mal dazu sagen. Wenn wir jetzt einen Stürmer hätten, der im Strafraum noch richtig krass ist und Tempo hat, der vielleicht nicht mitspielen kann, aber der das beides mitbringt, dann würde ich den auch Kai Havertz vorziehen. Aber das sind ja auch Undav und Füllkrug nicht unbedingt. Also diese haben, denen fehlt so ein bisschen das Tempo. Und die sind dann im Strafraum vielleicht krass, aber auch nicht so überkrass. Aber wenn wir jetzt so einen, klar, Victor Osimhen hätten oder sowas, dann würde ich den natürlich sofort da vorne sehen, der noch ein bisschen besser im Strafraum drin ist, sodass du halt dann auch mal auf Verdacht den Ball in den Strafraum spielen kannst und dann irgendwie der sich da durchwurschtelt. Aber das haben wir halt auch nicht. Da musst du ja mal so ein bisschen Kompromisse eingehen. Ja. Eine Menge, auf allen Menge. Ja, also haben wir eigentlich viele Positionen besprochen. Jetzt geht's gegen die Niederlande. Da hast du natürlich dann die Gefahr, okay, die Worte sind nichts mehr wert, so dann am Dienstagabend. Was erwarten wir? Wird es ein ähnliches Spiel? Ich habe Niederlande zuletzt gesehen. Ich weiß nicht, ob du sie zuletzt gesehen hast, leider, aber die sind ja grundsätzlich eine Mannschaft, die zuletzt auf jeden Fall nicht über den Ballbesitz kam. Das war nicht gesehen, 5-0, glaube ich, aber auch 4-0, aber auch, die haben sich schwer getan. Und dann war es halt genau das, was ihr beschrieben habt. Schottland hat dann irgendwann aufgemacht im Verlauf der zweiten Halbzeit und dann hat Niederlande noch 3 Tore geschossen. Ja. Also das war nicht so eindeutig, wie es klingt auf dem Papier. Auch durch einen Fernschuss meine ich das 1-0. Ne? Also
Ja. Ja, deswegen, aber ich glaube schon, dass die gegen den Ball ein bisschen besser organisiert sein werden und ein bisschen lustvoller organisiert sein werden und dann auch auf Umschaltmomente stärker setzen werden, als das ein Frankreich getan hat. Mhm. Und dass du dann aber vielleicht noch gegen den Ball ein bisschen einfacher hast, weil da die Abstände dann größer sind. Aber wie gesagt, das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war bei der WM in Katar. Ich glaube, ein Riesenfaktor für die Niederlande wird Virgil van Dijk mit seinen diagonalen Öffnungen sein, weil der häufig mit seinen Diagonalbällen in Räume reinkommt, die Deutschland prinzipiell nicht so gut verteidigen kann hinter der Kette. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob sie mit Fünfer- oder Viererkette spielen, aber wenn man sich den Kader von der Niederlande anguckt, da ist schon Qualität mit drin. Also ich finde, da sind viele Spieler, die auch sehr krass unterm Radar immer noch fliegen. Koop Meiners, Mats Wiefer, also das sind alles sehr, sehr gute Kicker. Mhm. Ich finde, ihnen fehlt, obwohl sie haben Joshua Xirxe vorne drin, ne? Wenn er, ist er fit, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt spielen morgen. Er ist schon nicht so verkehrt vorne drin. Mhm. Ansonsten hast du halt auch, ist auch wieder nur Wout Weghorst. Ich weiß nicht, ob das so die ideale Lösung ist auf der neuen, oder du spielst halt mit Memphis Depay, so einer neuen Halberrolle, aber wie gesagt, das ist ein Kader, wo ich irgendwie seit Jahren immer denke, der müsste sich eigentlich auch über Ballbesitz definieren. Tun sie aber auch aktuell nicht, haben sie auch bei der WM unter Van Gaal nicht gemacht. Deswegen bin ich gespannt, was das für ein Spiel wird. Es ist auf jeden Fall wieder, ich denke, es wird sehr, sehr ähnlich sein, dass Deutschland erstmal einen kompakteren Block bespielt und du einfach eine gute, entweder ein gutes Gegenpressing brauchst, und wenn du dann halt in der ersten Reihe nicht direkt den Ball bekommst, dann schon eine vernünftige Restabsicherung. Ich bin gespannt, ob er Pascal Groß spielen lässt. Ja, das wäre ja noch das Einzige. Genau, das ist ja, scheint ja so zu sein, dass er das jetzt einspielen lassen möchte und jetzt keine 5 Änderungen oder sowas gibt. Wenn dann halt, wie du gesagt hast, Pascal Groß vielleicht auch nochmal einen Raum auf Linksverteidiger ausprobieren, das könnte auch nochmal passieren, ob der da in dieses System reinpasst. Aber sonst viel mehr Änderungen sehe ich da jetzt gerade gar nicht im Vergleich zum Frankreich-Spiel. Ja, also ich, ja, also es wäre Quatsch, weil du, jetzt geht es nur noch ums Einspielen. Du hast so viel umgeworfen. Und ich glaube auch, dass Mittelstädt spielt, weil die Entscheidung gefallen ist. Ich glaube schon, er hat Mittelstädt so krass gelobt und seine Statistiken hervorgehoben und ihn da wirklich auf den Podest gestellt, dass er von den Statistiken her zu den besten Linksverteidigern Europas gehört und so. Und da jetzt zu sagen, okay, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, jetzt kriegt noch mal Raum die Chance, der ja wirklich viele Länderspiele gemacht hat, den dürfte er eigentlich gut kennen, kann ich mir schwer vorstellen. Das war sein erstes Länderspiel von Mittelstädt. Und jetzt zu experimentieren halt. Ich würde ihm die Minuten geben. Aber, ja, gut, stimme ich dir zu, ja, aber Pascal Groß halte ich doch. Ja, aber das halte ich, glaube ich, für das Experiment, das kommen wird, weil da Andrich und Groß, die, das ist ja schon mal ein bisschen anderes Profil nochmal, und da kann man, glaube ich, schon mal probieren, was dann, wie passt und wie das dann auch passt mit Groß. Ich glaube auch, dass David Raum gar nicht so ein großes Experiment wäre, tatsächlich. Finde ich bei Leipzig auch sehr underrated in dieser Saison, spielt eine richtig gute Saison. Kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, was der Matchplan auch einfach dann ist und welche Räume du bespielen willst. Ja, das den Move, den vor dem 2-0 war das ja, wo Mittelstädt dann erst ins Zentrum zieht und dann nach außen. Ich glaube, das ist nichts, was Raum reinbringen würde. Also das ist halt so ein wirklich ein Mittelstädt-Move gewesen, der auch sehr gut dann aber auch gepasst hat und dann eben dadurch Räume freigezogen hat. Deswegen bin ich da jetzt, hat Nils mich doch überzeugt mit seinem Mittelstädt-Plädoyer. Es kommt halt ein bisschen drauf an, glaube ich, ob du den einen Spieler willst, der dir in der Breite ein bisschen mehr Dynamik dann auch in die Tiefe gibt, weil das ist Mittelstädt, finde ich, nicht. Es kommt auch immer drauf an, willst du dieses Element Flanken noch stärker in deinem Spiel haben, dann finde ich, sprechen schon Argumente für David Raum. Bin aber bei dir, Tobi, ich liebe Maxi Mittelstädt für seine Läufe ins Zentrum, weil es einfach, auch da sind wir wieder bei so individual-taktischen Dingen, die da einfach aus, der macht es ja andauernd beim VfB und du brauchst ihn, glaube ich, auch einfach in dieser Rolle. David Raum kann das nicht spielen, aber du wirst es halt, glaube ich, nicht in jedem Spiel brauchen. Ja. Das ist so das Thema. Und es ist ja schön, dass wir endlich mal darüber diskutieren, wer spielt und dass man eine Wahl hat auf der Position. Gäbe ja noch eine andere Personalie, Benny Henrichs, der ja auch eine gute Saison spielt. Spielt aber Rechtsverteidiger im Verein, aber kann auch links spielen. Ja, er kann auch links, aber ich wollte eigentlich auch auf rechts gehen. Also inwiefern ist Henrichs eine Alternative auch zu Kimmich? Weil er vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo hat? Ich finde, das ist halt wieder die Krux so ein bisschen. Also, was machst du mit Kimmich? Ich würde ihn halt mit dem Ball lieber in so einem Achterraum sehen, weil ich finde, die besten Aktionen, die er im Frankreich-Spiel hatte, das war, was mir so, also im Kopf ist mir ein Ball, den er da so im Achterraum in die Tiefe spielt, auf Musiala. Ich finde, da ist er schon sehr, sehr wertvoll. Ich finde ihn auch in der Breite, so ein verschenkt ist auch das falsche Wort, aber es ist vielleicht nicht die Idealposition von ihm. Aber ich sehe ihn dann doch einfach auch aufgrund seiner, ich finde, er ist schon noch mal ein bisschen abgezockter als Henrichs dann auch im defensiven 1 gegen 1. Das ist nicht so wild, sondern einmal mehr kontrollierter.
Hat mit Sicherheit dann Tempodefizite, aber wenn ich Benny Henrich spielen lassen würde, dann wahrscheinlich eher bei links und auch in dieser zentralen Rolle, weil er ist auch gelernter Sechser. Mhm. So kann dieses zentrale Element auch mit reinbringen. Schwierig. Henrichs bringt halt nicht genug defensive Verbesserung mit, um halt auf das Offensive von Kimmich zu verzichten, finde ich. Mhm. Also das ist für mich halt klassischer Backup-Spieler. Also wirklich das, den du halt auch links einsetzen kannst, aber ich glaube, dass er halt Backup für Rechtsverteidiger dann ist und noch als solcher zur EM dann mitfährt. Mhm. Ja. Und dann glaube ich jetzt nicht, dass er gegen Niederlande Kimmich nicht aufstellen wird. Eine Frage noch bezüglich Innenverteidigung. Also wir haben ja ganz klar Tah und Rüdiger gesetzt. Was passiert, wenn einer von denen ausfällt? Anton Rein? Koch ist, glaube ich, der erste Variante, oder? Es tut mir ein bisschen schwer damit, tatsächlich. Noch letztens lange darüber diskutiert. Ich finde, rein sportlich ist es Waldemar Anton. Und ich finde, da ist so diese Rolle Spezialist und Herausforderer noch so ein bisschen ungeklärt. Ist es Robin Koch oder ist es dann doch Waldemar Anton? Ich würde wahrscheinlich mit Anton eher gehen. Sogar. Robin Koch hat halt noch, ist Kommunikator, ist ja sehr stark am Kommunizieren, hat auch sehr stark absichernd hinten. Kommt dann vielleicht auch darauf an, wer ausfällt. Ja. So. Was für einen Tah dann eher, würde ich auch eher einen Anton sehen und für einen Rüdiger dann vielleicht eher einen Koch. Ist halt immer die Frage, genau gebe ich dir recht, weil du hast halt, fand ich, mit Tah jemanden gehabt, der, die sind dann 4-2-2-2 angelaufen und du hast mit Tah jemanden gehabt, der sehr, sehr häufig bei einer guten Absicherung dann nach vorne verteidigt hat und das finde ich Waldemar Anton schon immer definitiv stärker. Ja, und Rüdiger, Koch ist dann halt auch vielleicht, also das kannst du nicht dann 1-1 ersetzen, zumindest dieses Leadership angeht von Rüdiger, aber ja, dann wäre es wahrscheinlich Robin Koch, aber auch da, mal ganz ehrlich, das Experiment machst du nicht. Also nee, das würde ich jetzt auch noch mal gerne sehen, dass sie einspielen halt und auch wirklich die Abwehrkette einspielen. Du hast mich ja schon überzeugt, dass du mit, dass wir Mittelstädt spielen sollten. Also ja, sehe ich halt ich nur Pascal Groß. Aber okay. Ja. Gut. Finde ich, haben wir das Spiel ganz gut besprochen und auch das, was jetzt gegen die Niederlande dann zu erwarten ist. Und dann haben wir noch die Testspiele gegen die Ukraine, gegen Griechenland am 3.6. und 7.6. dann beginnt für Deutschland am 14.6. die Heim-EM mit dem Auftaktspiel aus deutscher Sicht gegen Schottland. Das ist eigentlich das Auftaktspiel ins Turnier auch. Mhm. Das ist das Eröffnungsspiel, glaube ich. Am 14.6. Genau, da wissen wir dann mehr. Jetzt haben wir noch so ein, zwei Themen um das Sportliche herum, wie immer. Geht nichts geräuschlos. Fangen wir mal an mit dem Trikot, weil du das gerade anhast. Ja. Schönes Trikot, oder? Schönes Trikot. Ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal so live. Schön, dass du das mitgebracht hast, angezogen hast. Ja. Ich finde ja interessanter, als dieses Trikot fast schon fußballgesellschaftlich betrachtet, ist die Diskussion darum, als ich das Gefühl habe, es gibt so 4, 5 Leute, die so dieses, die diese typischen Kommentare schreiben, die sich dann, was ich, durch die pinke Farbe in ihr Y-Chromosom in Gefahr sehen oder was auch immer. Und dann gibt's aber, dann gibt's so eine Vielzahl dieser Leute, die das dann so verstärken, diese paar Leute durch so einen Verstärker schicken und dann so ein Riesending draus machen. Mhm. Und dann gibt's wieder die dreifache Anzahl von Leuten, die gar nicht wissen, wer überhaupt irgendwas gegen das Trikot gesagt hat, die sich aber genötigt fühlen, sich öffentlich zu positionieren, dass sie das Trikot ja geil finden und die Leute scheiße finden, die das Trikot nicht mögen. Und dann wird auf einmal so eine riesige Diskussion draus und man weiß gar nicht, ja, wer hat eigentlich damit angefangen? Gibt's überhaupt diese Diskussion oder ist es nur der Drang der Leute, sich mal zu äußern zu irgendwas, was das zu einem großen Thema macht? Weil es ist ein fucking Auswärtstrikot. Es ist ein fucking Auswärtstrikot. Deutschland hatte halt, solange das Haupttrikot schwarz-weiß bleibt, ist der Rest mir auch relativ Wumpe. Ja. Wir haben halt auch im Laufe der Geschichte unterschiedliche Farben gehabt, grün, rot, also und jetzt haben wir halt pink, also das ist jetzt für mich kein Riesenthema. Die wollen Trikots verkaufen, ich finde das Trikot... Das hat sich verkauft. Das hat sich super verkauft, ich finde das sieht auch sehr schick aus, ich kann da mal ein bisschen aufstehen. Kann ich mal hier die große Kamera, dann kann man das hier mal ganz sehen. Wow, und es steht dir auch gut. Jetzt mit dem Verlauf auch sehr gut. Ja. Ist nicht Nein, ich finde das einfach, sieht ganz schick aus. Und ja, mein Gott, dann ist es halt pink. Ich meine, der HSV hat im pinken Trikot damals den Europapokal der Landesmeister gewonnen, oder? Und das war in den 80ern. Da reden wir noch über ganz andere Zeiten. Leider. Wünschte. Wäre weniger lange her. Ja, gut. Aber interessant an dem Fall ist natürlich, dass Adidas ja sofort diese Empörung mitgedacht hat. Also die haben ja zwei Spots aufgenommen. Einmal einen, wo sie das Trikot vorstellen und einen, wo sie sich direkt über die Kritik auf das Trikot lustig machen. Also das ist ja auch natürlich kalkuliert, dass dann bestimmte Leute dann sagen, es darf kein Nationalmannschaftstrikot pink sein. So. Ja. Und das, sind wir mal ehrlich, gegen wen kommt das bei der EM zum Einsatz? Gegen niemanden, oder? Vielleicht machen sie es einmal
Ja, aber sie, um all den Leuten, die es gekauft haben, was zurückzugeben oder so. Ja, wann denn? Aber, wir haben ja in der Vorrunde haben wir zwei Heimspiele. Die ersten beiden sind Heimspiel offiziell. Ja. Dann das dritte ist gegen die Schweiz. Das ist, glaube ich, offiziell Auswärtsspiel. Aber die Schweiz spielt in Rot. Aber die Schweiz spielt in Rot. Also gibt es keinen Grund, da das schwarz-weiße Trikot oder nicht zu tragen. Ja. Wer hat denn noch schwarz-weiß? England. Ja, England vielleicht. Ja, stimmt, könnte man. Kann man über Auswärtstrikot nachdenken, ja. Aber ja, gut. Ja. So oder so, die ganze Debatte ist völliger Quatsch. Eine andere Debatte, die ein bisschen interessanter ist, aber die auch wieder so ähnlich geführt wurde, nämlich auch wieder mit aus so einem Empörungsreflex. Und dann Leute, die wieder auf diesen Empörungsreflex raufgehen und dann wieder was zu sagen, ist der Ausrüsterwechsel. Das ist ja eine Sache, die hatten wir, ich glaube, wann war das, 2007 oder so, wann war das zum letzten Mal Thema, als auch Nike ein höheres Angebot abgegeben hatte als Adidas. Aber zum einen war der DFB nicht so pleite zu dem Zeitpunkt und zum anderen war die Differenz vermutlich nicht so frappierend. Jetzt ist es so, dass Nike 100 Millionen. Nee, die Zahlen, genau, Zahlen weiß man nicht. Ja, die genauen Zahlen weiß man deutlich nicht. Deutlich mehr. Also Nike hat auf jeden Fall deutlich mehr geboten als Adidas. Und Adidas hat das angeblich laut den Berichten, ich habe jetzt auch nur das, was ich bei Freunden in dem Fall gelesen habe, hat nochmal 20% weniger geboten, als sie ohnehin schon bezahlt haben. Also haben nochmal ihr eigen quasi mehr, weniger zahlen wollen, als sie jetzt getan haben. Und Nike zahlt deutlich mehr. Ja. Für Nike ist natürlich auch ein Prestige-Angebot. Also Nike geht es ja da, glaube ich, nicht nur um Geld. Also geht es nicht darum, diese Trikots verkaufen zu dürfen, sondern auch darum, Adidas, den größten Konkurrenten weltweit, auf dem Sportartikelmarkt, in dem eigenen Markt auszustechen. Quasi dieses Prestige-Objekt Nationalmannschaft, mit der Adidas seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. Nicht immer im Trikotbereich, aber wir erinnern uns 1954, Weltmeisterschaft, die Schuhe, die berühmten Schuhe damals, die im Regen von Bern standgehalten haben, von Adi Dassler höchstpersönlich. Adi Dassler, der Gründer von Adidas, saß mit auf der Bank, weil er halt der Ausrüster des Teams war. So, also das ist natürlich eine Beziehung, die ist über Jahrzehnte gewachsen. Und da wollte Nike jetzt quasi dem ärgsten Konkurrenten mal richtig eins auswischen und sagen, hier, wir holen euch den Heimatmarkt weg, wir nehmen euch die Nationalmannschaft weg. Adidas hat aber auch nicht jetzt bis zur Schmerzgrenze gesagt, wir bieten jetzt hier bis zur Schmerzgrenze mit, dass wir dieses behalten können. Mhm. So. Ja, der Zeitpunkt ist es, glaube ich, wieder. Ne? Also der Ausrüsterwechsel ist 2027, glaube ich, ne? Sogar nach der. So eine Weile hin, ja. Also sind noch ein paar Tage bis dahin, sogar nach, nach der WM. Sogar nach der WM und verstehe nicht, warum man das jetzt dann zu sofort kommunizieren muss. Vor allen Dingen nachdem, muss ich echt sagen, ich fand beide Clips echt mega geil von Adidas. Mhm. Also die haben mich richtig angezündet. Ich glaube, diesen Major Tom Clip habe ich mir 40 Mal angeguckt und mir danach aufs Trikot bestellt. Also das hat schon funktioniert und dass du dann kurz darauf Ausrüsterwechsel und kann das alles verstehen, dass man sagt, mehr Geld und Verband ist sowieso pleite. Alles gut, aber ich glaube, der Zeitpunkt und ich glaube, was auch noch so mitschwingt, ist, dass Adi das relativ klar auch gesagt hat, mit uns wurde dann irgendwann gar nicht mehr gesprochen, also gar nicht verhandelt, es war dann einfach Nike und that's it. Ja, weil die Angebote halt so weit auseinander. Ja, genau. Kannst ehrlich sagen. So. Hast ja vollkommen recht, aber du weißt ja, wie es dann wie es dann nach außen getragen wird und das hat dann schon einen negativen Beigeschmack, eben weil diese Geschichte Adidas in Deutschland so eng miteinander verbunden ist. Aber wie gesagt, ich kann das verstehen, dass du einfach aus monetären Gründen sagst, du musst es machen, weil du hast gar keine andere Wahl. Wir reden halt darüber, dass der DFB halt Steuerrückzahlung machen muss, dass der DFB nicht genau weiß, wo das Geld herkommt. Wir reden mit den Landesverbänden aktuell darüber, wie wir Stützpunkte für die Jugendförderung streichen, also wirklich abschaffen. Und da werden sich die Landesverbände natürlich dagegen. Und jetzt in diese Gemengelage herein zu sagen, wir nehmen aus Traditionsgründen das deutsche Angebot an, das aber uns so und so viele Millionen weniger einbringt, ist halt auch verbandspolitisch extrem schwierig. Also du kannst nicht auf der einen Seite den Leuten sagen, hier, wir müssen sparen, wir können nicht mehr so wie viele tausend Stützpunkte, die wir aktuell haben, sondern müssen da ganz reduzieren. Auf der anderen Seite aber sagen, hey, wir nehmen das Angebot von Adidas an und nicht das von Nike. Also es ist eine ganz schwierige Lage für den Verband da auch in dieser Gemengelage. Es gibt dann ja auch noch so Themen wie zum Beispiel, dass Trainer Aus- und Fortbildung immer teurer wird. Ne? Und wenn du dann mal Geld im Verband hast und das vielleicht ein bisschen sinniger verwendest, dass du auch solche Dinge vielleicht ein bisschen kostengünstiger machst für den Otto-Normalverbraucher, weil du bezahlst ja, glaube ich, mittlerweile für den Weg, den du sowieso als Normalo nicht gar nicht mehr schaffst, von C-Lizenz bis Fußballlehrer, aber da bist du ja mal eben als Privatperson 160.000 Euro los, mal mindestens, bis du so eine Lizenz hast. Und wenn du solche Gelder dann dafür investieren kannst, das vielleicht ein bisschen fairer und günstiger funktioniert, dann, glaube ich, passt das ganz gut. Ja, natürlich, aber die Empörung ist natürlich auch verständlich, dass man natürlich sagt, hey, wir haben hier ein deutsches Unternehmen, das hat eine lange Geschichte mit der Nationalmannschaft und warum
bleibt dann nicht dieses deutsche Unternehmen dann bei der deutschen Nationalmannschaft. Haben natürlich dann wieder sehr viele Politiker gesehen als gute Steilvorlage, um mal so ein paar Wählerstimmen abzusammeln, weil es dann der erste Kicker-Poll reinkam mit 95% sind gegen den Nike-Deal. Da hat dann jeder gesagt, ja, sehr gut, gehen wir mal rein und hauen da jetzt mal drauf auf den bösen DFB. Aber das ist natürlich auch völliger Schwachsinn, einfach, dass, als wenn der Fußball nicht mit dem Kapitalismus in irgendeiner Form was zu tun hätte. Das ist doch Quatsch. Es geht natürlich, da geht es um Geld und das sind absurde Summen, die Nike da mehr zahlt als Adidas. Da braucht man nicht mehr diskutieren. Tradition ist wichtig und Tradition hat auch einen Preis und einen Wert. Und dann gibt es sicherlich so einen Bereich, wo du sagst, okay, sich völlig fiktive Zahl, 10 Millionen Euro, das kannst du mit Tradition dann noch irgendwie auffangen. Aber das Angebot ist ja so weit auseinander, dass das ist Tradition halt nicht wert, also nicht die Form von Tradition. Das ist ja eine reine, nur diese drei Streifen und das Trikot, das ist ja das ganz emotional. Es ist ja nicht 50+1 oder so. Und also deswegen. Ohne Witz, ich glaube einfach, dass Adi das so viel richtig gemacht hat in den letzten Monaten auf den Verband bezogen ist. Also wenn die Trikots jetzt hässlich wären und die ganzen Kollektionen, die sie vorher rausgebracht haben, auch, dann hätte jeder gesagt, komm, lass gut sein. Aber die haben ja diese Retro-Kollektion noch rausgebracht für die Ausgehjacken sind das, glaube ich, ne? Die sehen auch nicht so schlecht aus und ganzen Werbefilme und Trailer und es lief ja alles schon rund, ne? Und dass Leute dann sagen, ey, du kannst sie doch nicht nach so einer geilen Promophase jetzt raushauen, ist ja klar. Ja, gleichzeitig ist natürlich aber auch Adidas jetzt kein Tante-Emma-Laden oder irgendwie ein ehrenamtliches Gemeinschaftsgeschäft, sondern das ist ja auch ein weltumspannender Konzern, der auch Millionen damit umsetzt mit diesen Geschichten, die er dann mit der Nationalmannschaft macht, der ja auch sich sagen kann, hey, wir könnten da mehr Geld reingeben und das ist ein wichtiges Must-have für uns, die Nationalmannschaft, und uns da nicht überbieten lassen von einem Konkurrenten. So. Sie haben ja auch viele, das muss man auch ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren, weil sie sich ja sehr krass auf die großen Teams fokussiert haben, sehr, sehr viele kleinere Vereine, Traditionsvereine fallen lassen, ne, mit ihrem, dass sie Ausrüsterverträge eben nicht nochmal verlängert haben. Und das finde ich halt auch nochmal so einen faden Beigeschmack bei dem, was Adidas eigentlich so macht in den letzten Jahren. Hm. Wir sind in der Bundesliga fast gar nicht mehr vertreten. Nee. Ja? Hm. Es gibt, glaube ich, noch diese Deals über, zumindest in der zweiten Liga, ich glaube, Nürnberg und Schalke haben das, über 11 Team Sports, dass du da Adidas-Trikots dann noch drüber hast, aber das ist ja auch nicht. Also in der Bundesliga Bayern München, natürlich klar. Wo es da auch immer Ärger gibt, weil ja Bayern München, also Adidas hält die Anteile an Bayern München. Und Bayern München ärgert sich immer wieder darüber, dass zum Beispiel Real Madrid deutlich mehr Geld kriegt von Adidas als Bayern München, wo sie Anteile haben. Aber Bayern kann nicht einfach den Anbieter wechseln, weil halt Adidas da die Anteile hält. Und in der Bundesliga nur noch Union Berlin. Alle anderen Vereine sind Puma, Nike, Joma, Jaco, also. Puma macht auch viel, ne? Also die sind auch ziemlich umtriebig auf dem Ausrüstermarkt, also nicht nur im Fußball. Yo, okay. Haben wir noch was? Möchtest du noch was loswerden? Ich möchte nichts loswerden. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wo findet man dich, wenn man dich nicht hier findet? Oh, ihr findet mich bei Twitter auf jeden Fall. Da werden mich die meisten wahrscheinlich auch schon mal gelesen oder gesehen haben. @BennyGrund. @BennyGrund, überall ganz simpel gehalten. Ja, bei der @Broski Show mache ich die Analysen und Interviews bei Rondo TV. Auf Twitch mit Uli und Jogi Hebel und Flo Blüchel zusammen haben wir auch ein Fußball-Talk-Projekt. Ja, und vielleicht trefft ihr den einen oder anderen mal in den Stadien dieser Welt. Aber da findet ihr mich auf jeden Fall im Social Media. Sehr schön. Und vielleicht kommst du irgendwann mal, wenn du Bock hast, auch nochmal zur Bundesliga, weil deine Expertise streckt sich nämlich weit über die Nationalmannschaft hinaus. Du hast sehr viel auch nicht nur zum Erstligafußball, sondern auch zum Zweitligafußball, wo wir auch ein wunderbares Format haben zu sagen. Schalke ist ja so dein Herzensverein, da hast du eine Menge, was du erzählen könntest, Leute. Vielleicht schaffen wir das ja, dass wir den Benni irgendwann nochmal ins Bundesliga oder so begrüßen können. Vielen lieben Dank, du hast die Sendung sehr, sehr aufgewertet. Ihr beide im Tandem, da war ich eigentlich fast überflüssig. Das war wirklich auch schön, euch zuzuhören einfach nur. Man lernt eine Menge von euch. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Benni. Ja, Einladung. Wir sehen uns dann, ich glaube, die nächste Sendung wäre dann am Montag schon. Nee, oder haben wir noch eine? Dienstag wegen Ostermontag. Wir sind erst am Dienstag zum nächsten Bundesligaspiel. Wir arbeiten wieder nicht am Wochenende. Genau. Hier am Feiertag. Genau. Diese Leute, so wird das nie was. Ja, dann sehen wir uns am Dienstag zur Bundesliga mit einem frischen Bundesligaspieltag. Bis dahin, macht's gut. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss und auf Wiedersehen.